Ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine auf seiner letzten Fahrt. Es war ein Himmelfahrtskommando. Und wir hatten uns mehr oder weniger damit abgefunden, nicht zurückzukommen. Die Besatzung, 5 Offiziere, 55 Matrosen und 12 Passagiere, riskiert in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ihr Leben. Diese Fahrt war eine unglaubliche Erfahrung für mich. Ich hatte das Glück, die Sache lebend zu überstehen. Etwas, das ich niemals vergessen sollte. Die Chancen waren 50 zu 50. In Wirklichkeit waren sie ja schlechter als 50 zu 50, aber das, so genau konnte man das ja nicht wissen, weil die Verluste ja nicht irgendwie veröffentlicht wurden. Uns war allen klar, der Krieg war verloren und keiner von uns hat überhaupt Lust gehabt, diese Fahrt anzutreten. Unsere Stimmung war auf Nullpunkt. Deutschland Anfang 1945. Das Ende des Dritten Reiches ist nah. Die Situation war hoffnungslos. Die Russen rückten auf Berlin vor, die Alliierten hatten Frankreich befreit und den Rhein überschritten. Die Lage war mehr als hoffnungslos. Amerikanische Truppen greifen das Herz Deutschlands an. Hitlers Armeen befinden sich in Auflösung. Die Alliierten stehen kurz vor dem Sieg. Deutschland lag ja am Boden. Es war ja nichts mehr. Die Städte waren bombardiert und alles war ja kaputt. Der Krieg war ja damals schon sinnlos. Und trotzdem mussten noch Millionen hinterher geopfert werden. Bomben hageln auf Deutschland herab. Die Alliierten legen das Land in Schutt und Asche. Trotz fortwährender Bombardements sind Teile des Kieler Hafens noch in Betrieb. Darunter die U-Boot-Docks. Eines der Boote wird zum Auslaufen vorbereitet. U-234. Das Boot ist in die Germaniewerft zum Umbau gekommen. Und wir haben aber, warum, weshalb wir umgebaut worden sind, im Moment nichts erfahren. Es gab Spekulationen, ja, wir machen einen größeren Einsatz, aber es war im Moment bei unseren Mannschaftsdienstgraden nicht zu erfahren, wohin und weshalb. In den U-Boot-Bunkern ist U-234, ein umgebauter Minenleger, das größte noch einsatzfähige Boot. Zur Überraschung der Besatzung wird es nicht für die Verteidigung Deutschlands hergerichtet, sondern für den Transport von Frachtgut. Soweit ich mich erinnere, hat der Kommandant von dem, was da alles an Bord gekommen ist, nichts gewusst. Denn er hat versiegelte Ladelisten gekriegt. Kapitänleutnant Heinrich Fehler ist als U-Boot-Kommandant relativ unerfahren. Dies wird seine erste Feindfahrt. Doch nach den horrenden Verlusten der deutschen Kriegsmarine ist er der dafür geeignetste Mann. Vor dem Auslaufen wurde ein großes Fest gefeiert. Es gab reichlich zu essen, ganz im Gegensatz zur sonstigen Versorgung. Oftmals hatten wir hungrig auslaufen müssen. Nun aber bekamen wir Kaviar und andere leckere Sachen. Die Gäste, Admiräle und hohe Parteibonzen brachten blumenreiche Trinksprüche aus und betonten immer wieder die Notwendigkeit unserer Mission. Karl Ernst Pfaff, zweiter Decksoffizier, ist einer der wenigen an Bord von U-234, die das Ziel der Fahrt kennen. Der Auftrag bestand darin, eine Materialladung nach Südostasien zu bringen. Die
Pfaff beaufsichtigt das Beladen von U-234. Die Mannschaft füllt jeden verfügbaren Winkel des Bootes mit Kisten und Kästen. Ein Teil der Ladung kommt in versiegelten Containern an Bord. Sie werden in Minenschächten und Torpedorohren verstaut. Niemand weiß, was sie enthalten. Einige Kisten waren besonders gekennzeichnet, auch in den Frachtlisten. Was da wirklich drin war, hat mich nicht im geringsten interessiert. Pfaff vervollständigt das Ladeverzeichnis und er erfährt, wer der Empfänger der geheimnisvollen Fracht sein soll. Das japanische Heer. Bis zum Frühjahr 1945 hatte Deutschland 70% seiner U-Boot-Flotte verloren. 3 von 4 U-Boot-Fahrern waren gefallen. Kapitänleutnant Fehler weiß, dass die Chance durchzukommen nur sehr klein ist. März 25, 1945. U-234 verlässt Kiel und erreicht Gewässer, die von den Alliierten kontrolliert werden. Von nun an sind Fehler und seine Besatzung auf sich selbst gestellt. Mitte 1943 hatten alliierte Nachrichtendienste den deutschen Enigma-Code entschlüsselt. Seither werden amerikanische und britische Befehlshaber regelmäßig über Feindbewegungen unterrichtet. Geheim bleibt kaum noch etwas. Auch nicht das Auslaufen von U-234. Der Besatzung steht eine strapaziöse Fahrt bevor. Tagelang bleibt das Boot getaucht, um nicht entdeckt zu werden. Es ist kalt an Bord, die Luft ist zum Schneiden. Und es ist noch enger als gewöhnlich, weil die Männer ihre Quartiere mit einigen sehr wichtigen Passagieren teilen müssen. Der Ranghöchste unter ihnen, Luftwaffengeneral Ulrich Kessler. Ich hörte das nur, dass mein Vater als Luftwaffenattaché nach Tokio abkommandiert wäre. Kessler ist Luftabwehrspezialist. Ebenfalls an Bord von U-234, Kesslers Adjutant Erich Menzel. Im Frühjahr 1944 hatten die Japaner Probleme mit ihrer Verteidigung. Die japanische Armee und auch die Navy waren auf Angriff ausgerichtet und nicht auf Verteidigung. Und nachdem Midway gefallen war und Iwo Jima, hatte der Außenminister und auch der Kriegsminister die deutsche Regierung gebeten, dass man Spezialisten nach Japan schickt und dass die Luftverteidigung angepasst wird. Die Koje neben Menzel hatte Heinz Schlicke, ein junger Marineoffizier. Ich arbeitete als Wissenschaftler im Oberkommando der deutschen Marine. Mein Auftrag lautete, Kontakt mit den Japanern aufzunehmen. Wir sollten den Japanern bei der Wiederbelebung des U-Boot-Kriegs behilflich sein, auch weil wir ungeheure Verluste erlitten hatten. Die Ladelisten enthalten Inventarverzeichnisse jedes einzelnen Gegenstands, den Schlicke und die anderen Passagiere an Bord verstaut haben. Im Nachhinein habe ich erfahren, wie wertvoll, wie hochwissenschaftlich viele Dinge waren, die in dieser Ladung drin waren. Das alleine einige Tonnen Blaupausen waren, die also die neueste deutsche Technologie zum Inhalt hatten. Das alles wussten wir nicht. Zur Ladung gehört auch eine vollfunktionstüchtige Me-262. Der erste einsatzfähige Kampfjet der Welt. In seine Einzelteile zerlegt, ist er zusammen mit den Bauteilen einer V-2, der neuesten Errungenschaft auf dem Gebiet der Raketentechnik, verladen worden.
Dazu Forschungsunterlagen von Deutschlands wichtigsten Waffenentwicklungsprojekten. Marinewissenschaftler Schlicke führt das meiste davon in seinem Gepäck mit sich. Sollte ich in Gefangenschaft geraten, hätte ich alle wissenschaftlichen Geräte und Unterlagen vernichten und danach Selbstmord begehen müssen. So lautete meine Order. Randvoll mit wissenschaftlichen Experten und streng geheimem Kriegsmaterial setzt U-234 seine geheime Mission fort. Doch nur zwei Passagiere an Bord kennen die wahre Bedeutung dieser Fahrt. Korvettenkapitän Hideo Tomonaga und Leutnant Genzo Shoji, Offiziere der Kaiserlichen Armee Japans. Mein Vater war Luftfahrtspezialist und Herr Tomonaga beschäftigte sich mit U-Boot-Kriegsführung. Beide waren an dem Unternehmen beteiligt. Die deutsche Besatzung weiß nicht, weshalb die japanischen Offiziere an Bord sind. Sie waren immer freundlich, man konnte sich auch, mit ihnen unterhalten. Und dann ist ja auch immer das Gespräch gekommen, ja, wenn wir jetzt nach Japan kommen, dann kommen wir auch mit den Familien zusammen, dann lernen wir Japanisch. Bevor er zu seiner letzten Reise aufbrach, war mein Mann sehr darauf bedacht, mich nicht wissen zu lassen, wie gefährlich diese Mission werden konnte. Er sagte, ich solle auf ihn warten und dass er sehr bald gesund zurückkehren werde. Anderthalb Jahre waren Tomonaga und Shoji nach Deutschland abkommandiert, um sich mit den Waffen und der Technik des Verbündeten vertraut zu machen. Nun kehren die beiden Offiziere nach Japan zurück, um ihrem Land in seinem verzweifelten Überlebenskampf beizustehen. Er beklagte sich nicht. Und typisch für die Menschen jener Zeit war er Vaterland und Kaiser treu ergeben. Aus Prinzip und aus vollem Herzen. Bevor U-234 ausläuft, vollziehen Tomonaga und Shoji eine heilige Zeremonie in der Tradition der Samurai-Krieger. Er hatte ja das Samurai-Schwert dem Kapitän Leutnant Fehler übergeben. Das heißt auf Japanisch, ich lege hiermit mein Leben in deine Hand. Für die deutschen Besatzungsmitglieder sind die japanischen Offiziere fremdartig. Und sie verstehen sie nicht. Wie das Boot geladen worden ist, waren die japanischen Offiziere an Bord. Und bevor die Pisten in die Laderäume kamen, und haben die oben gesessen, haben U-235 draufgeschrieben. Und dann hat es geheißen, die können nicht mal U-234 schreiben. Doch die Japaner wissen ganz genau, was sie tun. Die U-Boot-Kennung ist ihnen gleichgültig. Sie beschriften die Kisten entsprechend ihres Inhalts. Uranoxid, also Uran-235. Das Rohmaterial für eine Atombombe. Das ist es, was U-234 nach Japan transportiert. Berlin, das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik. Hier nimmt alles seinen Anfang. Deutschland wird zum Geburtsland der Atomphysik. 1938 entdeckt Otto Hahn die Kernspaltung. Nun, da der Krieg tobt, verlangt das Militär nach einer Atombombe. Und dieser Mann soll sie bauen. Werner Heisenberg.
Als der Krieg ausbrach, war klar, dass auch Deutschland sich mit diesem Problem beschäftigen würde. Aufgrund seiner fachlichen Voraussetzungen fiel meinem Vater eine Schlüsselrolle zu bei einem derartigen Projekt. Der hochbegabte Heisenberg ist als Physiker auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als der Krieg ausbricht. Wir wussten, dass Wissenschaftler in Deutschland daran arbeiten. Da war Hahn, der die Kernspaltung entdeckt hatte, und Heisenberg, dem bekannt war, dass man Uran in Plutonium umwandeln konnte. Er war es auch, der Plutonium als Sprengstoff einsetzen wollte. Plutonium could be used as an explosive. Auch in Japan sucht man nach einer Waffe, die über den Ausgang des Krieges entscheiden könnte. Der Kaiser braucht ein Wunder, um den amerikanischen Ansturm zu stoppen. Sie benötigten dringend eine Wunderwaffe, denn die japanischen Militärs wussten, dass der Anfang vom Ende bereits begonnen hatte. Man teilte meinem Vater mit, dass er auf einem deutschen U-Boot nach Japan heimkehren werde. Im Gepäck die Pläne für eine neue Waffe. Und Korvettenkapitän Tomonaga bringt noch mehr mit. Er hat das Material bei sich, das den Bau dieser Waffe erst möglich macht. Japan, das Land der aufgehenden Sonne. Doch 1945 verfinstern dunkle Wolken den Himmel. Die Amerikaner stehen kurz vor dem Sprung auf die japanischen Hauptinseln. Und dieser Mann soll sie aufhalten, Yoshio Nishina. Die japanische Luftwaffe hatte Dr. Nishina gebeten, dieses Projekt zu übernehmen. Als ich hinzukam, liefen die Arbeiten daran bereits mehr als anderthalb Jahre. Tokio, die Riken-Laboratorien. In diesem Gebäude versuchen Nishina und seine Mitarbeiter dasselbe zu bewerkstelligen wie Werner Heisenberg in Berlin. Den Bau einer Atombombe. Doch sie stehen vor einem Hindernis, das schon die bloße Forschung zur entmutigenden Aufgabe macht. Wir hatten in Japan nicht genügend Uran. Dr. Nishina schickte eine telegrafische Anfrage an die japanische Botschaft in Deutschland. Es ging darum, eine Uranlieferung nach Japan zu arrangieren. Wir wussten, dass die Deutschen Uran besaßen. Juli 1943. Der japanische Botschafter in Berlin erhält ein geheimes Telegramm. Tokio drängt auf den Export von Uran aus den Minen in Joachimsthal. Eines der seltenen Vorkommen natürlichen Urans in Europa. Immer wieder bittet Japan Berlin um Hilfe. Man braucht dringend das deutsche Uran. Der japanische Botschafter Hiroshi Oshima spricht persönlich bei der deutschen Regierung vor. Dr. Nishina stand unter starkem Druck. Ich weiß noch, wie er mich in sein Büro rief und mir die Anweisung gab, das Programm zu beschleunigen. Immer neue, dringliche Telegramme treffen in Berlin ein. Schließlich erreicht der japanische Botschafter ein Treffen auf höchster Ebene. Hitler erteilt seine Zustimmung und ordnet an, Japan zu helfen.
Er befiehlt, Japan volle Unterstützung zu gewähren bezüglich aller Waffen und Vorrichtungen, die dem Nutzen der gemeinsamen Sache dienen können. Ein japanisches U-Boot trifft ein. Eines der ganz wenigen, das die gefahrvolle Fahrt überstanden hat. Dies ist inzwischen der einzig mögliche Weg für Japan und Deutschland, die militärische Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Zwei oder drei mit Uran beladene U-Boote sollten aus Deutschland kommen. Doch sie sind niemals eingetroffen. Es waren japanische U-Boote. Wie ich hörte, wurden sie in der Nähe von Malaysia versenkt. Doch das deutsche U-Boot mit seiner Uranladung an Bord ist noch unterwegs. Während U-234 seine Fahrt durch den Atlantik fortsetzt, tragen die Alliierten mehr und mehr Informationen über dessen Mission zusammen. Mit Hilfe von Ultra, einer neuen Dechiffriermaschine, werden deutsche Funksprüche entschlüsselt. Und allmählich erkennen die Alliierten, welche Bedeutung das U-Boot hat. Über die Ladung wissen sie nicht viel, doch umso mehr über die Passagiere. Das Boot muss gestoppt werden. Wiederholt gerät das U-Boot unter Beschuss. In den Kanzeln alliierter Aufklärungsflugzeuge und auf den Kommandobrücken der U-Jagdgruppen scheint man den Standort von U-234 genau zu kennen. Ich glaube, wir waren 200 Meter tief und bei 150 sollten schon die Spanten knacken. Und mir war als Ingenieur bekannt, wenn da nur ein Fingernagel oder ein Stecknagel großes Loch entsteht, als pssst, der Druck so groß, dass das Boot kaputt geht. Also sicher habe ich mich an Bord nicht gefühlt. Manchmal kamen 200 Wasserbomben pro Stunde. Dann gingen die Lichter aus, das Boot schlug Leck und musste abgedichtet werden. Und wir mussten äußerst leise sein. Niemand sprach oder bewegte sich. Und das manchmal mehrere Tage lang. Wir bekamen keine Frischluft und waren ziemlich benommen. Das war alles andere als angenehm. Man hat Angst. Man ist hier da drin, man sieht nichts, man hört ja nur, man kann sich nicht wehren. Das ist, als wenn Sie in so einem Benzinfass sitzen, 200 Liter, und das eine mit so einem Holzhammer, und ich lege immer drauf. Ich glaube, die größte Tiefe haben wir 280 Meter reicht. Ne? Dafür war das Boot von der Werft gar nicht konstruiert. Ne? Aber notgedrungen mussten wir, weil die auch nicht wussten, die haben gedacht, halt, die Werfgarantie war, glaube ich, 90 Meter oder 100 Meter für die Boote. Und danach haben die auch die Wasserbomben eingestellt. Die konnten sie ja an der Tiefe einstellen, wann die detonieren sollten. Und weil wir so tief waren, sind die Wasserbomben über uns detoniert. Die Jagd auf U-234 ist erbarmungslos. Um zu entkommen, taucht das Boot tiefer und tiefer. Erst nach mehr als zwei Wochen können die Männer auf U-234 durchatmen. Ein Frühlingssturm wütet über dem Atlantik.
Es ist das einzige Mal, dass Kapitän Fehler auftauchen lässt, ohne befürchten zu müssen, dass die Alliierten das Boot ausmachen. Dann ging ich als Brückenwache an Deck, an Ketten angeschnallt, zwei Handtücher um den Hals und Südwester auf. Und das war eine unwahrscheinlich schaurig schöne Fahrt. Das Boot ist also bei Seegang 9 durch diese Wellen gestoßen, nach unten gefallen. Wir kriegten kaum Luft und wieder nach oben. Und das 2 Stunden, solange unsere Wache dann ging. Für ein paar Augenblicke inmitten der Naturgewalten scheint der Krieg weit weg zu sein. Berlin am gleichen Tag. Eine Orgie von Tod und Zerstörung läutet die letzten Stunden von Hitlerdeutschland ein. Mehr oder weniger wusste ja jeder, das kann nicht mehr lange dauern. Also gefasst waren wir alle drauf. Wie das schon ging, die haben wir ja abgehört. Die Russen sind vor oder von Berlin und Kämpfe in den Straßen, Kämpfe in Berlin und so weiter. Also es konnte gar nicht mehr lang dauern. Mehr oder weniger war jeder darauf gefasst, heute Morgen oder nächste Woche ist der Krieg zu Ende. 2. Mai 1945. Die Generäle, die bis zum Ende bei Hitler geblieben sind, verlassen den Bunker. Die Reichskanzlei. Hier hat der Diktator den Vernichtungskrieg geplant. Nun ist das Grauen an den Ort zurückgekehrt, an dem es entfesselt wurde. 12 Jahre Nazi-Herrschaft sind zu Ende und Hitler begeht Selbstmord. Hitlers Nachfolger als Staatsoberhaupt ist Großadmiral Karl Dönitz. Deutschland hat den Krieg verloren und Dönitz muss den Streitkräften die Kapitulation befehlen. Von seinem provisorischen Regierungssitz in Flensburg-Mürwik aus sendet er eine spezielle Botschaft an die Besatzungen der U-Boote, die sich noch auf hoher See befinden. Meine U-Bootsmänner, 6 Jahre U-Bootskrieg liegen hinter uns. Ihr habt gekämpft wie die Löwen. Eine erdrückende materielle Übermacht hat uns auf engstem Raum zusammengedrängt. Von der verbleibenden Basis aus ist eine Fortsetzung unseres Kampfes nicht mehr möglich. U-Bootsmänner, ungebrochen und makellos legt ihr nach einem Heldenkampf ohnegleichen die Waffen nieder. Es lebe Deutschland! Wir haben zunächst einmal den Funkspruch entschlüsselt, dass der Krieg zu Ende ist. Und dann haben wir viele Auslandssender, Radiosender geschaltet. Ich habe die englischen Sender genommen oder diese englische Sendung brachten, um zu hören, stimmt das eigentlich, was da ist? Es stimmt tatsächlich. In London feiern die Menschen den Sieg. 5 Jahre hat England Hitler widerstanden. Auch in Paris steigen Freudenfeste. Endlich ist Europa ohne Krieg. Für U-234 jedoch ist der Krieg noch nicht vorüber. Noch immer bahnt sich das U-Boot langsam seinen Weg durch den Atlantik. Die Atmosphäre an Bord ist angespannt. Kapitän Fehler weiß, dass er Japan niemals erreichen wird. Soll er sich ergeben? Und wenn ja, wo? Fehler muss eine Entscheidung treffen. Kapitän Fehler rief alle Offiziere zusammen und teilte uns mit, dass der Krieg zu Ende sei. Dass Deutschland kapituliert habe und dass wir Befehl vom Oberkommando der deutschen Marine hätten, aufzutauchen.
Des Weiteren, dass wir das Periskop auf volle Länge auszufahren und eine schwarze Flagge daran festzumachen hätten. Anschließend sollten wir unsere Position zwecks Übergabe an die alliierten Streitkräfte bekannt geben. Kapitän Fehler ruft anschließend die Mannschaft zusammen. Er will die Meinung seiner Männer hören. Es war eben die Stimmung, wenn es zu Ende geht, dann wollen wir nach Hause fahren. Das war die einen. Die anderen haben gesagt, wir fahren nach Argentinien. Die dritten wollten auf die Südseeinsel. Es war alle Anspinnerei an Bord. In Wahrheit bleibt nur eine Möglichkeit. Fehler muss kapitulieren, um nicht als Pirat behandelt zu werden. Das bedeutet, er muss sich den Alliierten ergeben. Und zwar bald. Der Atlantik war in Sektoren aufgeteilt. Und bei dem Sektor, in dem wir uns befanden, hätten wir normalerweise Halifax in Neuschottland anlaufen müssen. Der Kapitän entschied jedoch, das U-Boot lieber amerikanischen Streitkräften zu übergeben. Eine fatale Entscheidung für die japanischen Passagiere. Denn Japan befindet sich noch im Kriegszustand mit Amerika. Die haben ja am Anfang gar nicht gewusst, was passiert, bis ihnen das vom Kommandanten gesagt worden ist. Und dann sind die ja in den Heldenkeller gekommen, weil man Sorge hatte, dass der Kapitän Tomonaga, ein exzellenter U-Boot-Offizier, ja durchaus in der Lage gewesen wäre, ein solches U-Boot samt Besatzung zu versenken. Tomonaga war ein U-Boot-Experte und er hätte das U-Boot versenken können, wenn alle bereit gewesen wären, ihr Leben zu opfern. Für die Deutschen war der Krieg zu Ende, nicht so für die Japaner. Doch sowohl Tomonaga als auch mein Vater waren sich einig darin, nicht das Leben anderer Menschen opfern zu dürfen. Deshalb entschieden sie sich, allein in den Tod zu gehen. Mein Mann hatte Schlaftabletten dabei. Für einen japanischen Soldaten galt es als höchste Schmach, gefangen genommen zu werden. Um das zu vermeiden, musste er Selbstmord begehen. Hätte er eine blutige Variante gewählt, so wäre ein Makel am Boot hängen geblieben. Also nahm er Schlaftabletten. Er nahm sie gemeinsam mit Herrn Shoji auf einem Bett liegend ein. Die Arrestwache wird misstrauisch. Seit Stunden haben die Japaner sich nicht gerührt. Man findet sie bewegungslos in ihrer Koje liegend. Vor den Betten steht ein kleiner Tisch. Darauf ein leeres Wasserglas, persönliche Fotos und ein Brief. Selbstmord zu begehen ist besser als sich zu ergeben. Das fordert die Tradition der Samurai. Eine Tradition, die in Japan stets hochgehalten wurde. Wirst du gefangen, so geschieht dies zum Schaden für unser geheiligtes Land. Sich zu ergeben, ist eine große Schande für einen Samurai. Das lernen wir schon als Kinder. Der Tod wird traurig sein und keine Erlösung. Doch anders können ihn sich Japaner nicht vorstellen. Der Abschiedsbrief. Die letzten Worte der todgeweihten Männer. Tomonaga und Shoji haben nur einen Wunsch. Bitte lassen Sie uns ruhig sterben und bestatten Sie unsere Leichen auf hoher See. G.
Die Fahrt von U-234 ist zu Ende. Am 13. Mai befiehlt Kapitän Fehler aufzutauchen. Alliierte Zerstörer fangen schwache Funksignale auf. Ein deutsches U-Boot sendet seine Position. U-234 ist bereit, sich zu ergeben. Und jetzt ging das natürlich unter den Konkurrenten Kanada und Amerika los. Jeder wollte ja die Prise haben. Ging natürlich los, wer wird zuerst da sein? Als die Amerikaner erfahren, welches Boot sich da ergeben will, setzen sie alles daran, die Ersten zu sein. Der Captain ließ verlautbaren, dass dies eine sehr wertvolle Prise sei, dass auf dem Boot Dinge wären, die von entscheidender Bedeutung für unseren Kriegserfolg, aber auch für den der Japaner sein könnten, dass es sich um die neueste deutsche Technik handeln würde. Den kanadischen Verfolgern übermittelt U-234 mit Absicht falsche Koordinaten. Die List funktioniert. Fehler schickt sie in die Irre und U-234 hält direkt auf den amerikanischen Zerstörer USS Sutton zu. Der Captain der Sutton begriff schließlich, dass sich der deutsche Kommandant nicht den kanadischen Streitkräften ergeben wollte. Also beschloss man mit voller Kraft voraus, einen Abfangkurs zu fahren. Und wirklich, am 14. Mai wird U-234 auf amerikanischen Radarschirmen gesichtet. Das U-Boot fährt mit 8 Knoten in südwestlicher Richtung. Und es sieht nicht danach aus, als wolle es fliehen. Ja, und dann hat es gar nicht lange gedauert, da hatte ich Radarkontakt mit einem Schiff, das heißt also Funkmessbeobachtung. Wir hatten ja nicht das aktive Radar eingeschaltet. Und da sagt der Kommandant, fragte mich, sagte, das glauben Sie, wie lange das dauert, bis das Schiff da ist? Ich sagte, 3-4 Stunden, nicht? Und es war tatsächlich so. Und war es da. Kilometer vor Neufundland geht die USS Sutton längsseits von U-234. Es war fantastisch. Ein prächtiges Schiff. Und dann stellten wir fest, dass es größer war als wir. Am nächsten Morgen kam ein Prisenkommando an Bord. Bis an die Zähne bewaffnete Amerikaner. Und der Prisenoffizier verlas ein Dekret von Admiral Kingsley, Streitkräfte der Alliierten. Sie sind hiermit Gefangene der Vereinigten Staaten. Besatzung und Passagiere von U-234 wissen nicht, was sie erwartet. Werden die Sieger sie nach diesem langen und grausamen Krieg hassen? Doch die amerikanischen Matrosen behandeln sie anständig. Am 19. Mai 1945, 10 Uhr morgens, fährt das letzte deutsche U-Boot in den Hafen von Portsmouth, New Hampshire ein. Das war ja das Allerschönste und Allergrößte. Als wir dann uns wieder auf festem Land befanden, dass man gesagt hat, einen Vorteil haben wir doch. Und das ist, dass wir unbeschadet mit unserem Leben davon gekommen sind. Vielleicht nicht ganz unbeschadet an unseren Seelen, aber unbeschadet am Leben. Der letzte Appell auf U-234. Die Besatzung ist an Deck angetreten. Wie wird es weitergehen? Was ist mit ihren Familien daheim in Deutschland? Gibt es überhaupt eine Zukunft? Wir sahen, dass das junge Kerle wie wir waren. Wir sind in den Krieg gezogen, um sie zu vernichten. Genauso wie sie es mit uns versucht haben. Ich werde das nie begreifen. In Portsmouth lagen bereits 2 U-Boote, die sich ergeben hatten. Doch diesmal ist alles anders.
Auf Anweisung des Marinewerftkommandeurs erhalten Presse- und Rundfunkreporter keinen Zutritt. Die Wachmannschaften haben sogar Schießbefehl, sollte jemand versuchen, mit der Besatzung von U-234 zu sprechen. Für Kapitän Fehler ist der Auftrag damit beendet. Fast 60 Tage lang hat er dem Feind und den Wellen standgehalten und nicht einen einzigen Mann verloren. Fehler geht als letzter Offizier von Bord. Dann folgen die Passagiere, zuerst Dr. Heinz Schlicke. Bei gezogener Waffe wurde jede Körperöffnung gründlich durchsucht. Die müssen uns alle für Verbrecher gehalten haben. Für Reporter und Fotografen scheint dieser Mann der größte Fang zu sein. Ein hochrangiger Nazi-General, komplett mit Reitstiefeln und Ledermantel. Ulrich Kessler. Kriegsgefangener Nummer 3WG 1269. Doch dieser Kriegsgefangene wird, wie sich herausstellt, wesentlich wichtiger für die Amerikaner. Der Decksoffizier Leutnant Pfaff. Direkt vom Schiff kamen wir ins Marinegefängnis von Kittery im Bundesstaat Maine. Dort durchsuchte man uns und nahm uns alle Wertgegenstände wie Geld oder Armbanduhren ab. Die Kleidung durften wir jedoch behalten. Dann wurden wir in Zellen gesteckt. Das Gefängnis. Düster und abweisend. Hier beginnen die Verhöre. Vor allem wollen die Amerikaner genaueres über die Ladung erfahren. Bei dem Verhör da, die wussten besser Bescheid wie ich. Die wussten, sie waren da und da waren sie doch. Da ist, ach ja, ja, kann sein, fällt mir ein. Die wussten besser Bescheid wie ich und alles von jedem. Noch während der Verhöre beginnt man, das U-Boot zu entladen. Wir fuhren zum Dock hinunter und sahen uns die Frachträume an. Ich hatte keine Ahnung, was ich finden würde oder wie wichtig es sein könnte. Die Amerikaner finden das Ladeverzeichnis. Postnummer 38 weist 560 Kilogramm Uranoxid aus. Uran an Bord eines deutschen U-Bootes. Die Meldung verbreitet sich wie ein Lauffeuer bei den Nachrichtendiensten der US-Regierung. Schlagartig wächst das Interesse an U-234. Nun werden Fragen aufgeworfen, die nur der Kriegsgefangene Nummer IG-557NA beantworten kann. Leutnant Karl Ernst Pfaff. Im Laufe seines Verhörs gibt Pfaff an, dass er für das Verstauen des Urans an Bord verantwortlich gewesen sei. Die Amerikaner befehlen, die Behälter zu öffnen. Sie sagten, wir glauben Ihnen nicht. Möglicherweise ist da eine Dynamitladung und wenn wir die Kiste öffnen, fliegen wir in die Luft. Ich entgegnete, Gentlemen, lassen Sie mich Ihnen eines versichern. Als wir Deutschland verließen, da hatten wir keine Ahnung, dass wir oder das Boot in Ihre Hände fallen würden. Wir sind davon ausgegangen, die Kisten in Japan oder irgendwo in Südostasien zu öffnen. Und wir hatten nicht die Absicht, uns selbst in die Hölle zu sprengen. Ich saß dort und der arme Kerl schenkte mir nicht allzu viel Vertrauen. Doch er hatte Befehl, das Ding zu öffnen. Und er begann zu schwitzen. Die Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Er sagte, dass er Familie habe und so jung nicht sterben wolle. Das solle ich bedenken. Ich sagte, keine Angst, machen Sie nur auf. Die Holzkisten mit dem Uran standen aufgereiht auf einem langen Tisch an der Seitenwand des Gebäudes.
Da kam ein Mann herein und schaute sich alles an. Die amerikanischen Offiziere waren sehr höflich und behandelten ihn mit allem Respekt. Als ich später im Gefangenenlager in Ruston ein Foto dieses Mannes sah, wusste ich, dass es Dr. Oppenheimer war. Robert Oppenheimer, der Vater der amerikanischen Atombombe. Eine geheime militärische Einrichtung in der Wüste von New Mexico. Hier arbeiten tausende Amerikaner Tag und Nacht am Bau einer kriegsentscheidenden Waffe. Einer Waffe, die einmal sämtliche Kriege beenden soll. Aus allen Ecken der Welt kommen brillante Physiker. Einige von ihnen, Juden aus Deutschland, haben nur ein Ziel: Hitler zu stoppen. Unter ihnen Hans Bethe. It was our main object to have a weapon against Hitler. Wir wollten eine Waffe gegen Hitler haben. 1942 war der Kriegsverlauf sehr schlecht für die Alliierten. Deshalb glaubten wir, dass ihn nur eine Atombombe entscheiden könne. Only an atomic bomb could decide it. Schon die ersten Tests in der Wüste zeigen, dass die Schwierigkeiten größer sind als angenommen. Wie sollte die Bombe aussehen? Anfangs wussten die Wissenschaftler nicht einmal, wie viel waffenfähiges Uran sie bräuchten. Waren es 10 Kilo oder 100 oder 1000? Und dabei ging es um eine Substanz, die noch niemals in derartigen Mengen gewonnen worden war. Höchstens in laborüblichen Mengen. Wie groß ist die kritische Masse? Die Frage kann nicht beantwortet werden. Weder in Berlin noch in Tokio und auch nicht in der Wüste von New Mexico. Noch nicht. Wir hatten keine Ahnung, wie lange der Krieg noch dauern würde. Daher brauchten wir die größtmögliche Menge Uran, die zu beschaffen war. Und das ist der Mann, der alles liefern wird, was die Wissenschaftler brauchen. Major John Lansdale. Ich war der leitende Sicherheitsoffizier des Manhattan Project. Meine Aufgabe war zu verhindern, dass Informationen in die Hände des Feindes geraten. Lansdales Aufgabenbereich ändert sich, als amerikanische Truppen in Europa eine Stadt nach der anderen befreien. Nun leitet er die Geheimoperation Elsass. Lansdale und seine Männer durchkämmen den Kontinent nach jedem Gramm Uran. Ich musste so viel Uran wie möglich beschaffen. 1945 bestand unser größtes Problem darin, den ausreichenden Nachschub an Uran zu sichern. Dann erfährt er vom Eintreffen des deutschen U-Bootes im Hafen von Portsmouth. Als ich vom Uran an Bord des deutschen U-Boots hörte, war ich wie elektrisiert, denn ich wusste, wie nötig wir das Zeug brauchten. Andere Abteilungen des Manhattan Project sind an den Dokumenten aus dem U-Boot interessiert. Im strahlungswissenschaftlichen Labor des Massachusetts Institute of Technology ist die Denkfabrik für das Manhattan Project eingerichtet worden. Ich arrangierte den Transport und die Prüfung des Materials. Ich schickte LKWs nach Portsmouth, die das Uran nach Washington brachten. Nachdem es geprüft worden war, wurde das Uran nach Oak Ridge gebracht. Oak Ridge, Tennessee. Anlage K25. Hier wird Uran gereinigt und angereichert. Auch das deutsche Urandioxid kommt zu dem Material, aus dem Amerikas erste Atombombe entstehen wird. If you have 560
Für 560 Kilogramm Uran hat man 1945 ungefähr eine Woche gebraucht, um daraus waffenfähiges Uran zu gewinnen. In 1945 to separate this into weapons uranium. Mitte Mai war U-234 in den USA angekommen. Hat man dessen Uranladung für die Atombombe verwendet? Uns war egal, wo es herstammte. Wir nahmen alles Uran, was wir kriegen konnten. Ende Juli verlässt die letzte Lieferung waffenfähigen Urans Oak Ridge in Richtung Los Alamos. Mehr als 8 Wochen nach Inbesitznahme des deutschen Urans. Wie entscheidend war dieses Material für die amerikanische Bombe? Kilogramm Uran ergaben vielleicht ein halbes Kilogramm Uran-235. Das war nicht genug, um daraus eine Bombe zu bauen. Jedoch ein bedeutender Anteil. Sechster August 1945. Der Tag, der den Krieg beenden sollte. Alle, die wussten, dass das U-Boot 500 Kilogramm Uran an Bord hatte, waren auch der Meinung, dass man es benutzen sollte. Die Crew der Enola Gay erhält ihren Einsatzbefehl. Das Ziel: Hiroshima. Es ist beinahe paradox, dass das für Japan bestimmte deutsche Uran letztlich von den Amerikanern eingesetzt wurde. Man zeigte uns Luftbilder von Hiroshima. Sie waren absolut niederschmetternd. Wir hatten die mögliche Wirkung der Atombombe berechnet, doch was wir sahen, war viel, viel schlimmer. Und natürlich dachten wir an das Leid der Menschen. Und natürlich, wir konnten uns vorstellen, the suffering of the people. Als dann am 6. August die erste Atombombe in Hiroshima fiel, also für mich war das klar, das ist von unserem Zeug gebaut worden. Eine furchtbare Ironie des Schicksals. Das deutsche Uran hatte nicht geholfen, Japan zu verteidigen. Es trug zu seiner Zerstörung bei. Die Männer von U-234 waren weder Helden, noch waren sie Schurken. Sie waren weder Täter, noch waren sie Opfer. Sie wurden hineingerissen in den Sog des Krieges. Ein Kapitän und seine junge Mannschaft. Ihr Auftrag machte sie nicht berühmt. Sie wurden nach Japan geschickt, um dabei zu helfen, einen sinnlosen Krieg fortzusetzen. Doch die Geschichte brachte sie vom Kurs ab, gab ihrem Schicksal eine neue Richtung. Die Männer von U-234 haben überlebt und vielleicht dabei geholfen, dass die Alliierten den Krieg gewannen. Das U-Boot war ein Gottesgeschenk, zur rechten Zeit, am rechten Ort.